Bei uns Nils Babin. Herr Babin, eine ganz unglückliche Niederlage aus Ihrer Sicht. Inwieweit war dieses Spiel heute so ein bisschen das Spiegelbild der gesamten Saison für den TV Emsdetten? Ja, wir haben eigentlich uns gut rangekämpft, haben einen ganz schlechten Start und haben unglaublich gute Einstellungen gezeigt, aber am Ende fehlt halt wie so oft das Quäntchen Glück. Diesmal war es in vielleicht in den letzten 2-3 Minuten, sonst hatten wir das oft schon, dass uns das 20 Minuten Verschluss abhanden gekommen ist. Ja, es ist sehr traurig. Wir hätten heute hier zwei ganz, ganz tolle Punkte einfahren können. Sie haben es angesprochen, verschlafener Start. Dann mit Ihrer Einwechslung, fand ich, kam so ein bisschen die Wende. Wie bewerten Sie Ihre eigene Leistung heute? Ja, einen Ball zu wenig gehalten, ne? Dann hätten wir einen Punkt gehabt. Tabellenletzter aktuell mit dem Klassenerhalt. Sieht es nicht ganz so rosig aus, formuliere ich mal. Wie motiviert man sich dann trotzdem noch so wie heute jedes Spiel? Ja, wir wollen hier auf jeden Fall die Saison vernünftig zu Ende bringen. Also unser Ziel ist ja auch, dass wir jetzt nicht hier aus der ersten Liga für immer verschwinden. Wir wollen nochmal wiederkommen und wir wollen in schlechter Erinnerung bleiben. Wir wünschen dafür viel Erfolg und trotzdem eine angenehme Heimfahrt. Vielen Dank. Dankeschön. Danke dir.